Hallöchen, willkommen im neuen Video von mir. Ich habe mir hier diesen einen Blog hier rausgesucht, der nennt sich Sun and Fun. Und ich denke, es wird auch der letzte sommerliche Blog werden, denn wir nähern uns ja immer näher den September. Ja, was soll ich dazu sagen? Den habe ich von der lieben Andrea geschenkt bekommen. Hier sind 50 Bögen drin. Und ja, also 10 Designs, jeweils 5-mal. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt komplett neu war. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht abgezählt. Aber ich habe ihn, glaube ich, ja, zum ersten Mal jetzt verwendet, ne? Und ich hatte mal 10 Karten gemacht. Das kann man ja schon am Titel lesen. Und ich würde mal sagen, wir starten auch gleich los mit dem ersten Kartenlayout. Und zwar ist das die Karte 1 bis 2. Eine habe ich ja schon dann vorgebastelt und die zweite filme ich dann ab. Und wie so häufig bei diesen kleinen 6x6 Blöcken von Action, das Papier ist sehr, sehr dünn. Und da empfehle ich euch entweder so eine Klebemaus, die nicht so stark haftet, also die von DM zum Beispiel, oder den durchsichtigen Flüssigkleber von Action. Der bringt das Papier nicht zum Wellen. Jeder andere Kleber hat bei mir einfach nicht funktioniert. Genau, und mit dem ersten Schnitt haben wir uns schon mal die Mattung hier gelegt. Da habe ich mich jetzt für das gepunktete, ja so petrolfarbene Papier entschieden. Und dann ja hier das rosane mit der Hibiskusblüte, würde ich jetzt mal behaupten. Und das möchte ich mir so matten und habe festgestellt, okay, meine Mattung ist aber zu klein. Da messe ich nochmal nach und ja. Genau, habe ich einfach das Designpapier einfach zu groß geschnitten. Also wird da nochmal kurzerhand abgeschnippelt. Und oben links runde ich mir das einmal ab. Und dann wird es auch schon auf dieses zartrosane Kartzeug aufgeklebt. Ja, da habe ich einfach nur ein Reststück aus meiner Mappe genommen. Versuche ich ja immer wieder, meine Reste aufzubrauchen. Aber es wird jetzt nicht deutlich weniger. Aber ja, hier und da mal kommt was dazu und geht auch wieder. Wie hier. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier den Randstück. Ach ja, klar, den Randstück verwende ich auch natürlich. Und dann, ja, habe ich dann dieses Reststück Papier dann auch aufgebraucht mit dieser Karte. Die erste Karte weicht ein bisschen ab, ist auch ein anderer Rosaton. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass es so arg schlimm ist, denn ich wollte hier vermehrt, oder allgemein achte ich ja schon immer vermehrt drauf, dass ich meine Reste verwende. Und ja, es gibt solche und solche Tage und diesen Tag hat mich das jetzt nicht so gestört, dass die beiden Pinktöne von Karte 1 und 2 nicht identisch sind. Ne? So, und auch hier arbeite ich größtenteils mit der Klebemaus. Ich glaube, ich habe den Flüssigkleber in diesem Video gar nicht verwendet, außer den Artglitterglue für Glitzersteinchen. Oder halt im Kartzug. Wenn ich Kartzug aufklebe, dann kann man dann auch den Kleber verwenden, mit dem du halt eben gewöhnt bist zu arbeiten. So, und ich mache das so, dass ich meine Kartenrohlinge meistens selbst mir zurechtfalte und zurechtschneide. Deswegen sind sie nicht ganz akkurat bei mir. Und ich beim Karten zurechtschneiden und falzen entsteht meistens so ein kleiner Rand an entweder an der Seite oder auch oben. Da kommt drauf an, wie gerade ich gefalzt habe. Und das schnibbel ich meistens gar nicht mehr ab, sondern weil ich ja sowieso fast immer abschnibbel, wenn ich das Designpapier aufklebe. Lasse ich das dann so stehen. Also ein bisschen meine unfertigen Kärtchen, die ich dann dafür verwende. Und hier diese zwei Balken aus Kartstock klebe ich mir da auch Klebeband drauf. Ja, und dann ja, puppel ich das einfach die Trägerfolie ab mit meinem Pookie-Tool, mit diesen hübschen mit den Perlen. Die mache ich ja selber und stelle sie auch auf eBay zur Verfügung. Also wenn du auch eins erwerben möchtest, dann ist halt eben unter dem Video der Link zu meinem Shop. So, und dabei hat jemand Klebeband jetzt aber nicht breit genug. Also habe ich da noch Flüssigkleber draufgepackt. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt Cardstock, das ist jetzt kein Thema. Aber das Designpapier, das würde das nicht so gut vertragen, weil es wirklich dünn ist. Ne? Ich weiß gar nicht, ob Action jetzt irgendwie noch neue so eine Blöcke rausgebracht hat. Kann mich jetzt schon gar nicht mehr erinnern, ob es irgendwelche neue mal gab. Wenn ihr die 30x30 Blöcke euch holt, also 30,5x30,5 cm meine ich jetzt, ne? Die sind schon anders, ne? Also die haben, glaube ich, so 230 Grammaturen, ne? Da könnt ihr den Kleber verwenden, den ihr halt eben mögt. Aber bei den kleineren sind die doch ein bisschen dünner, das Papier. Ja,
Aber ich hatte so schon mal eins in der Hand und dachte so, oh weia, ja, aber damit, wie du siehst, arbeite ich auch häufiger. Die Motive sind halt eben schön und man muss halt eben wissen, was für ein Medium du das festklebst, dann geht auch alles gut. So, alles Gute. Das ist aus meinem Bestand, aus meiner Box, wo ich mal hier meine gestempelten Abdrücke aufbewahre. Oder in diesem Fall hier ist das ja gefoilt. Ne? Das ist ja eine Folie mit so einem Hot-Foil-Stamp übertragen worden, also mit Hitze. Ne? Und dann ist dieses alles Gute so in einem schimmernden Rosé. Ja, fand ich total schön, gefällt mir total gut. Und ja. Ich kann davon im Moment nicht so wirklich genug kriegen. Ich kriege nicht so ganz viele deutsche Sachen, aber jetzt habe ich wieder bei Kreativbund etwas bestellt. Also Englisch, nicht Deutsch, aber ja, freue ich mich schon drauf. Und ja, in meinem nächsten Einkaufsvideo wirst du dann sehen, was das dann ist. So, und dann kommen wir auch schon zur Karte 3 bis 4. Da habe ich mir diese zwei Stanzteile vorbereitet. Also Flamingo und ja, wieder, ne? Aus diesem Paper Die Cut Book. Ja, und da wurde ich auch unterstützt durch eine Abonnentin, dass ich davon ein paar mehr Blöcke habe, sodass ich wirklich zwei identische Karten machen konnte. Vielen lieben Dank dafür. Und da auch wieder ein Spruch, den ich aus meiner Box mir entnommen habe, schon alles vorher bearbeitet. Also musste ich jetzt in diesem Video direkt jetzt nicht pausieren oder irgendwas vorbereiten, sondern es war schon da und das mag ich halt eben gern. Dann habe ich diesmal mich ein bisschen vom Petrol verabschiedet und habe jetzt Pink und Grün genommen. Das fand ich geht auch noch. Es ist zwar sehr viel Petrol bei diesen Blättern hier, aber ich wollte mal ein bisschen was anderes verwenden und habe mich jetzt hier für Grün entschieden. Auch diesen Cardstock gibt es in so einen Mixblock von Action. Ja, das, also wenn ihr halt den Cardstock von Action holt, dann passt es sehr häufig zu den Designblöcken von Action hat eben. Das ist mal ein guter Match. Und da habe ich einfach relativ großzügig das aufgeklebt und der Rest wird einfach dann weggeschnitten. Das hebe ich jetzt nicht auf. Macht halt eben die ganze Arbeit leichter, ne? Und dann habe ich mir noch so einen schimmernden Liniensticker mit einem goldenen Rand rausgesucht. Die habe ich mal bei eBay ersteigert. Ich habe sie aber seitdem nie wieder gesehen. Und dann suche ich mir jetzt mal irgendeine Stärke aus, die ich damit verwende. Also kann ich ruhig so eine dickere nehmen, weil mein Cardstock in Grün hat ja einen relativ dicken Rand, was ich aber schön finde. Dazu kann ich dann auch eine schöne dicke Liniensticker verwenden. Und dann habe ich in die Andrea noch auch so eine Linien, also nicht Liniensticker, sondern diese Sticker geschenkt, die auch innen drin schimmernd sind. Und außen Gold und da sind so Blumen und Kreise mit bei. Und da verwende ich jetzt halt eben diese hübschen Kreise. Die finde ich ja total schön. Ja. Also anstatt Glitzersteinchen oder Glitzerperlen oder Enamel Dots verwende ich da jetzt halt eben die Sticker. Und ja, total schön. Ich wünschte, davon hätte ich irgendwo mehr von, aber ja. Ist nicht da. Macht ja nichts. Haben ja genug andere Embellishments, die wir auf Karten verwenden können. So ist es ja nicht, ne? Ja, und auch hier mache ich das so, dass ich die Mattung relativ großzügig mir zurechtlege, sodass ich dann, wenn ich das Designpapier aufklebe, dann mir den Rest so antrimme. Das ist so, ja, meine Art vorzugehen. Und auch hier verwende ich wieder mein Kreativbund-Klebeband. Ich denke, das ist jetzt hier die Stärke 4, also die neueste in ihrem Shop. Ja, lässt sich super ablösen, klebt gut, ist viel drauf auf der Rolle. Und hier mit Cardstock geht das auch ganz gut. Auf Designpapier wage ich mich das nicht ganz so sehr, weil es könnte das schon ein bisschen einreißen, weil die Klebkraft schon sehr stark ist. Aber das musst du einfach ausprobieren. Jeder muss das ja, selbst testen, ob das damit zurechtkommt oder nicht. Meine Art, also ich komme am besten mit der Klebemaus oder Flüssigkleber zurecht. Also mit diesem dünneren Designpapier. So. Ja. Und auch hier wieder, ich hoffe, es wird nicht zu langweilig, aber das mache ich ja, glaube ich, bei fast jeder Karte. Schneide ich mir das da einfach wieder ab, ne? Das, was nicht ganz gerade ist oder weil das Designpapier nicht ganz zentriert ist, gibt es immer einen Grund, den Hebeschneider rauszuholen. Deswegen habe ich mir so einen Aktenhalter von Leitz geholt.
bei Action auch, ne? Die gibt es ja durchsichtig, dann habe ich ihn so quer gelegt, dann habe ich diesen Nanotape draufgepackt und unter meinen Schreibtisch geklebt. Also bei meiner Basteltour sieht man das, glaube ich, schon ein bisschen länger her, dass ich das gefilmt habe und selbst geschnitten und gesehen habe. Aber ja, dann habe ich halt eben so festgeklebt und dann hängt da drinne meine Stempelhilfe und drunter halt eben mein Hebelschneider. Also es ist wirklich nur ein kleiner Griff für mich, deswegen, das ist kein Akt, mir das Ding da rauszuholen und da was abzuschnibbeln. Man, du siehst es ja auch ganz oft, ne? Also das mache ich ja wirklich die ganze Zeit. Ja, und weil ich kann auch nicht Freihand gut gerade abschneiden, das ärgert mich selbst immer. Gerade so Etiketten, die ich dann ausdrucke und dann versuche ich das jedes Mal mit der Schere das abzuschneiden und bin jedes Mal total unglücklich, weil es nicht so gerade ist, wie ich das gerne hätte. Und dann, ja, sogar meinen Hebelschneider für Etiketten hole ich raus, damit es schön gerade ist. So, und hier habe ich 1 mm Foamtape auf das Motiv raufgebappt. Und auf meinen Spruch ist die Höhe etwa ungefähr 1,8 mm. Das sind solche ganz feinen Foamtapes, die habe ich bei Amazon mal bestellt gehabt. Gibt es auch bei anderen Shops. Ob das jetzt auch 1,8 ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau. So, und alles Gute zum Geburtstag ist jetzt aufgeklebt. Wie gesagt, jetzt kommen hier die Stickerchen, also die Kreise drauf, ne? Da will ich jetzt ja keinen einen Kreis hier übrig lassen. Deswegen hole ich nochmal die andere Karte raus. Dann kommt er da auch noch drauf. Genau. So, und dann sind wir auch mit dieser Karte fertig. Auch dieses Kartenlayout habe ich schon mal gemacht, ne? Das ist jetzt kein neues. Ich glaube, in diesem ganzen Video ist, glaube ich, nicht direkt ein neues mit bei. Oder? Lass mich überlegen. Ding, 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 ding. Nee, ich denke nicht. Obwohl, dieses Kartenlayout hier, also Karte 5 bis 6, das habe ich so schon mal gemacht, aber ein wenig anders. Ich habe das jetzt die Designpapierstücke relativ groß gelassen, weil mein Spruch, ne, mein Happy Birthday ist ja so groß. Und ja, habe ich das ein bisschen verändert. So, wir haben hier einmal rosanes Designpapier mit so mit Blüten. Das wollte ich unbedingt mal verwenden. Ich bin auch der Meinung, dass ich fast alle verwendet habe, außer 1, 2, 3, außer 3 Designpapiere, ne? Die habe ich einfach nicht so die Kombinationsmöglichkeiten für gefunden. Genau, die sind dann noch im Block geblieben. Habe ich jetzt nicht verwendet. Und hier habe ich jetzt ja, ein ähnliches wie das zuvor, aber hier sind auch ganz viele Ananas noch drauf. Und ja, weil Ananas halt eben gelb sind, konnte ich hier ein bisschen auch gelben Cardstock verwenden. Finde ich total schön. Finde ich gelb sowieso toll. Passt ja ganz toll zu vielen. Also braun vor allen Dingen, rosa, pink, hellblau, dann ist ganz toll. Ja. Es hat eben eine schöne Farbe. Die Sonne ist ja auch gelb, ne? Da freut man sich auch drüber, sie zu sehen. So, da habe ich mir noch aus der Mattung, die ich da verwenden möchte, ein Fähnchen ausgestanzt. Und auch hier, ne? Also relativ grob zurechtgeschnitten mein Cardstock, damit das Designpapier da nicht großartig aufpassen muss. Mir ist es lieber, ich schnibbel das einfach ab. Mit meinem Hebelschneider, ne? So, da habe ich ein bisschen die Geschwindigkeit höher gestuft, weil ich das immer nicht ganz so spannend finde, das abzuschnibbeln. Und manchmal, wenn ich diese Plastikteil nicht gut festhalte, dann rutsche ich auch mal aus. Also da muss ich mich immer selbst ermahnen, das immer selbst festzuhalten. Und hier stelle ich fest, es geht irgendwie gerade gar nicht auf. Die Karte 1 war doch ganz anders. Ja, und jetzt struggle ich ein kleines bisschen, weil jetzt ich gar nicht zu der ersten Karte rüberschielen kann, wie ich das ja sonst mache, wenn ich das filme. Und ja, muss ich kurzerhand mich dafür entscheiden, dass ich die Rechtecke irgendwie ganz ein wenig anders platzieren werde. Wie gesagt, ich habe wahrscheinlich die Maße, ja, wie immer, ne, nicht so nachgemessen, sondern so Augenmaß.
Ja, und da war ein paar Millimeter einfach zu viel Designpapier wahrscheinlich. Aber so lege ich mir das zusammen und ungefähr so wird es auch werden. Wir verdecken zwar relativ viel von unserer Designpapier von der ersten, also was A6 Größe hat. Deswegen ist das Set eben relativ groß, weil ich will es unbedingt verwenden. Das ist eine meine neueste Hot Foil Stamp. Ne? Die ist von Alina Kappel von AliExpress. Die ja, designt ihre Dinge selbst oder lässt das designen. Ja, und dazu gab es ja auch eine Randstanze, finde ich ja großartig. Und habe es auch dann getestet, weil ich noch nie eine von AliExpress bezogen habe. Ne? Ja, hat super funktioniert und ja. Muss ich ja halt eben diesen Video verwenden, weil es halt eben auch pink ist. Ne? Hat die gut gepasst. Hier ist auch relativ viel pink. Und Thiel, ne? Ja, und ein bisschen gelb. Ja, schön bunt auf meiner, auf meinem Tisch. Ne? Ich gucke sie mir auch gerade alle an, damit ich hier im Video keinen Blödsinn erzähle. Ganz häufig ist es ja so, dass ich einiges schon immer dann schon weggeräumt habe und dann struggle ich dann bei der Besprechung, also wenn ich dieses Voice-Over hier aufnehme. Ja, so ist es mal tausendmal lieber, ne? So, das Fähnchen wird ein bisschen abstehen, weil das mein Cardstock, also das Gelbe hier, ist schon ein bisschen kräftiger und deswegen habe ich dahinter so ein bisschen ja, ein Reststück geklebt. Und dann kann ich das dann ja, da so aufkleben und dann, wenn ich so drüber fasse, spürt man da kaum einen Höhenunterschied. Das mache ich aber auch nicht immer. Ne? Mal muss man dazu Lust haben. Manchmal habe ich dazu Lust und manchmal eben nicht. Dann lasse ich das auch sein. Also da zwinge ich mich zu nichts. Ne? So, da habe ich jetzt ja, aus so einem Action-Strang mit Glitzersteinen, kennt ihr bestimmt alle aus der Kinderabteilung, habe ich mir da so fünf rosane Glitzersteinchen schon mal rausgeschnitten und vorbereitet hat eben für dieses Video. Und die habe ich jetzt gerade alle von der Trägerfolie gelöst, weil das alles im Ganzen ist. Das ist so eine Schlangenlinie und dazwischen sind noch andere Perlen drauf. Aber dieses Rosa hier hat total gut harmoniert. Ich habe auch ganz lange überlegt, nehme ich Gelb, nehme ich Rosa. Und ja, Rosa hat gewonnen. Ja. Genau, aber zuerst das klebe ich mir hier das Fähnchen auf und dann kommen halt hier meine rosen Glitzersteine. Die sind zwar alle in derselben Größe, aber ich liebe ja unterschiedliche Größen, aber das geht auch für mich voll in Ordnung, ne? So ist es ja nicht. So, und weil dahinter noch ein bisschen was klebt, habe ich mit meinem Pickup-Tool ein kleines bisschen Schwierigkeiten, aber wenn man einen richtigen Kniff drauf hat, dann geht das schon. Und auch den hier habe ich selbst gemacht, ne? Also sprich, ich habe den Wachsstift gekauft und dann so ein Ding da hinten aufgeklebt und habe ein Gebamsel ran gemacht. Ne? Bin mir gar nicht so sicher, ob davon schon noch welche im Shop sind, bin mir nicht sicher. Aber wenn, dann in unregelmäßigen Abständen mache ich die und dann stelle ich sie online. Dann kannst du auch so eins haben, wenn du willst, natürlich. So, und da kommen wir schon zum vorletzten Kartendesign. Die mag ich. So, da habe ich ja endlich mal diese Monsteria Blätterstanze verwendet. Ist die endlich von Action? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ne? Bei mir ist es ja, ich bewahre ja die Originalverpackung hier nicht auf. Ne? Da habe ich nicht den Platz für. Deswegen kommen die alle so nach Themen bei mir sortiert, meine Stanzen. Und da habe ich mir die hier genommen. Ich habe es einmal mit diesem dunklen Türkiston einmal durchgekurbelt und einmal mit einem schimmernden Transparentpapier. Der ist von Lawn Fawn. Es gibt so gar nicht so viele schimmernde Transparentpapiere. Ne? Schade eigentlich, oder? Ich finde es total hübsch. Ist relativ auch kräftig und ja, ist auch nicht ganz günstig, aber ich ja, musste den einfach mal haben. Und setze es auch ganz behutsam ein. So, dann habe ich hier alles Liebe. Auch das ist aus meiner Box. Da habe ich mal, also wenn ich Hot Foil Gerät von Spellbinders raushole, da mache ich immer gleich ein bisschen mehr. Ne? Also wegen einem Stempelspruch mache ich mir den Aufwand nicht. Bewundere die anderen Mädels, die das so machen. Also gerade so Jennifer McGuire macht das ja ganz regelmäßig, ne? Also für dieses Video dann. Oder auch eine, oh, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Die gucke ich gar nicht mehr so viel, wenn ich ehrlich bin. Ja, tut mir leid. Komm ich einfach nicht auf den Namen drauf. Ja, na, aber. Ja, also ich mache das halt eben nur
einmal für 2, 3 Stunden brauche ich dann auch, ne, um ein paar Sprüche herzustellen. Und dann habe ich das, lege ich das alles in meine Box und dann, wenn es passt, dann passt das. Und manchmal passt es halt eben nicht, dann stempel ich eben. Aber hier, ne, hier ist auch relativ viel Pink. Und ja, also Pink habe ich viel. die Folie vor allen Dingen hier in diesem ganzen Video ist von Action und diese eine hier, die so Rainbow-mäßig ist, was ja in diesem Video gerade hier zu sehen ist und wo alles Liebe ist, das ist jetzt von Spellbound. Also ich habe Rainbow-Folie bis jetzt noch nicht bei Action gesehen. Gibt es auch gerade aktuell gar nicht, oder? Es ist ja sowieso sehr unterschiedlich. Ne? Von Region zu Region ist das Sortiment ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Einige Dinge habe ich das Gefühl, kommen hier gar nicht an. Und was ich so von euch heraushöre, das andere, was ich vielleicht manchmal so zeige, gar nicht bei euch reinkommt. Ne? Also ich glaube, da wird schon irgendwie nach Region irgendwie doch schon unterschieden. Ne? Schade eigentlich. Naja, aber es ist, wie es ist. So, dann klebe ich mir das hier einfach mal so drauf. Es ähnelt so ein bisschen dem Layout von 1, ne? Aber nur ein bisschen. So. Und dann lege ich mir das jetzt alles so bereit, wie ich das so hand, also wo das hin soll ungefähr. Die beiden klebe ich erstmal zusammen. Und auch da kann ich hier den Flüssigkleber verwenden. Ist ja Cardstock, ne? Ja. Und die Monstera-Blätter werde ich so ein wenig hinter meinen beiden Fähnchen verstecken. Ich habe da kurzerhand überlegt, ob ich da irgendwas davon erhöht aufklebe. Habe mich aber jetzt so dagegen entschieden, weil ich das bei der Karte 1 auch nicht gemacht habe. Davon lasse ich mich jetzt nicht unbedingt aufhalten, so ist es ja nicht, ne? Aber ja, habe mich jetzt einfach dagegen. So, das alles Liebe soll jetzt in die Mitte kommen und dann rutscht mir das so ein kleines bisschen weg. Aber so ein paar Sekündchen hat man auch bei dem Art Glitter Glue Zeit, es zu verschieben, bis es halt eben ziemlich zügig antrocknet. So, und hier habe ich mich jetzt hier für die durchsichtigen Halbperlen entschieden. Die gehen ja auch eigentlich immer, ne? Gerade bei Designpapieren, die ein bisschen wilder sind oder mit Blättern und Blumen zu tun haben, da finde ich das Durchsichtige schon ziemlich passend. Da wäre zum Beispiel jetzt so Pink mir zu viel, ne? Weil das ja, so viel durcheinander ist. Ja, und dann räume ich ja die nur noch flott auf. Und dann siehst du auch gleich noch die andere Karte, die einfach nur einen anderen Spruch hat. Na, so herzlichen Glückwunsch ist auch diese Rainbow-Folie von Spellbinders. Ja, und dann kommen wir zu Karte 9 bis 10. Hier habe ich schon vorgestempelt mit diesen beiden Stempeln und diesen Stempelkissen von Versa Magic. Da habe ich jetzt herzlichen Glückwunsch für den neuen Job schon mal vorbereitet. VersaMagic braucht etwas Zeit zum Trocknen. Und weil, also gerade wenn ich so aus zwei Stempeln etwas zusammensetze, dann ja, stempel ich das dann gleich zweimal, weil ich die Gefahr sehe, dass es das nicht genau so wird. Genau. Es war einfach schneller für mich, ne? Weil ich das einfach zweimal rübergestempelt habe und dann bin ich ready. Schöner ist es natürlich schon im Video, glaube ich, es zu zeigen, ne? Aber manchmal, ja, überwiegt die Faulheit. Muss ich ja ehrlich sagen. So, aus meiner Mattung habe ich schon diese Wimpelkette mir da ausgestanzt, ne? Dieses Layout mache ich auch nicht zum ersten Mal, nur die Wimperkette ist diesmal anders. Ich liebe das voll. Das ist, glaube ich, einer aktuell so voll mein Lieblingslayout. Ich habe ja gesagt, wenn mir eins gut gefällt, muss ich das mehrfach machen, damit es mein Gehirn einbrennt, sodass ich mir das Layout gar nicht mehr anschauen muss. Ich kann mir aber gut vorstellen, wenn ich das 2 Jahre lang nicht mache, dass ich das dann auch schon wieder vergesse. Aber ja, dafür gibt es ja Pinterest. Einmal gepinnt, bleibt es da, ne? So. Auch hier, nee, das ist jetzt diesmal anderes, ne? Ja, genau, so ein anderes Blümchen. Aber auch total schön, ne? Also, oh, rosa geht ja auch immer. Dann habe ich mir schon
fünf gelbe Glitzersteinchen rausgesucht. Das habe ich schon im Vorfeld gemacht, weil ich habe einmal bei AliExpress so einen Mix bestellt. Also es sind ganz viele unterschiedliche Farben in unterschiedlichen Größen und das dauert etwas, bis man die gleiche Farbe nochmal wiederfindet. Vor allem auch in unterschiedlichen Größen dann. Und das habe ich halt eben schon vorbereitet, ohne dass die Kamera an ist. Macht mir halt eben weniger Druck und dann verwende ich das dann jetzt auf dieser Karte. Und auch hier wieder, ne, trimme ich mir das so zurecht, dass es auf allen Seiten ungefähr gleich aussieht. Und dann kommt halt eben hier noch ein bisschen Klebeband. Weil es halt eben auch von dem Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich so das günstigere Band ist von allen, denke ich so gesehen, ne? Da ist halt eben relativ viel drauf. Und wenn du sowieso bei Kreativ bunt bestellst, jetzt mit der Sammelbestellung ist das jetzt auch so ein Träumchen in meinen Augen. Aber jedem das seine, nicht jeder mag das ja so mit diesen etwas bezahlen und das dann nicht kriegen. Ich kann damit gut umgehen, das stört mich nicht. Und ja. Dann würde ich das auf jeden Fall, also wenn du da bestellst, auf jeden Fall eine Rolle mitnehmen. Das ist wirklich super. Da ist eine Menge drauf. Das Einzige, was ich ja immer für störend empfinde, ist, dass der Innenumfang zu groß ist für meine Hände. Also das ist, ja, also wenn die Rolle so bei der Hälfte angekommen ist, dann ist das für mich sehr angenehm. Das davor ist schon ein bisschen Krampf, das festzuhalten. Aber vielleicht geht es einfach nicht anders. Oder sie empfindet das so gar nicht, ne? Das weiß ich ja nicht, ne? Vielleicht geht es ja nur mir so. Na, auf jeden Fall auf der Wimpelkette habe ich mir 2 mm Foamkreise aufgeklebt. Ist übrigens auch, glaube ich, vom Kreativbund. Die Firma weiß ich nicht mehr, aber ich habe es da bestellt. Aber schon länger her, ne? Also, ja. Und auf meinen großen Kreis mit dem Spruch, da ist jetzt 1 mm Foamtape drauf. Ja, mag ich gerne. Unterschiedliche Größen finde ich gut. Aber am allerliebsten mag ich sowieso 1 mm. Davon verwende ich am allermeisten und muss mich für die anderen Höhen immer ein bisschen selbst dazu animieren. Go Olga, go Olga. Nein, Quatsch, so nicht. So, auch hier wieder mit meinem Pixi löse ich hier die Triggerfolie ab und dann wird das hier so ein bisschen hochkant aufgeklebt. Und auch da ist Karte 1 und 2 nicht ganz identisch, weil ich hier einfach schon ein zugeschnittenes Stückchen Designpapier nehmen, verwenden wollte. Ich wollte kein neues anschneiden. Aber ich denke, man sieht es wirklich nur. Ach Quatsch, man sieht es gar nicht. Du hast es auch nicht gesehen, stimmt's? So. Okay, dann haben wir jetzt hier alles aufgeklebt. Jetzt kommen nur noch die 5 Glitzersteinchen in Gelb drauf. Ach, die sind ja süß, da fallen mir gleich welche raus. So, und da ist es auch am leichtesten, eigentlich mit einem Wachsstift zu arbeiten. Auch oder halt eben mit der Pinzette finde ich, da wechsle ich mich regelmäßig ab, was ich gerade halt eben toller finde. Gerade wenn der Hintergrund so ein bisschen klebrig ist, ist da die Pinzette manchmal leichter. Aber ganz oft passiert mir, dass ich mit der Pinzette das so doll drücke, dass ich sie mir wegschieße und dann dass sie irgendwo landet, dass ich sie nicht wiederfinde. Das wäre halt eben hier, wo ich mir die 5 gelben Steinchen so mühsam rausgesucht habe, sehr fatal. Aus diesem Grund, ja, nehme ich da halt eben jetzt den Wachsstift und die, es ist auch keine klebrige Unter. Fläche drunter, so dass ich damit keine Probleme habe, es anzuheben. Und auch hier, ne, die zweite Karte sieht doch identisch aus, ne? So, und dann sind wir auch schon am Ende. Es tut mir sehr leid, irgendwie war meine Linse nicht ganz sauber, deswegen ist da so oben links so ein bisschen so Blur-Effekt, ne? Ja, sorry, habe ich gar nicht gesehen beim Film. Genau. Hier zeige ich dir noch mal alle Karten, ohne dass eine Geschwindigkeit drauf ist, ne? Sieht man so schön noch den Schimmer von den ganzen Vollsachen. Ich liebe es ja. Und hier alles Gute, das war die erste Karte, ne? Da ist das alles Gute in Weiß zu sehen und der Hintergrund hat eben gefüllt. Ist ein bisschen knallig, aber mein, ich mag es trotzdem. Es hat ihm ein bisschen gewagter, ne? Und hier hat die mit dem Flamingo. Und ja, ganz lieben Dank, dass du mir zugeschaut hast. Und wer hier noch bis jetzt hier dran geblieben ist, der kann diesen Block hier von mir erhalten. Hier ist noch relativ viel Designpapier mit drauf. Ne? Hast du ja gesehen. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber
sehr, sehr viele Seiten. Und die angeschnittenen von mir packe ich auch noch mit rein. Das sind auch relativ viele. Und dazu gibt es noch ein Stempelset, habe ich herausgesucht, den ich nie verwendet habe. Deswegen kriegst du das. Der passt halt super, super, super gut zum Blog. Du wirst gleich sehen, der ist von Viva Decor. Und ist das nicht Perfect Match? Ich finde schon. Also, und diesmal würde ich mir wünschen, dass der Erste, der mir drunter schreibt, dass er die Sachen haben möchte, noch nie was von mir bekommen hat. Und ich hätte auch total gerne, dass du ein Abonnent meines Kanals wärst. Du bekommst es von mir kostenfrei zugesandt und der Erste, der das schreibt und ich darauf antworte, der ist derjenige, der das kriegt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!